Damit willkommen bei einer weiteren Folge von Spore. Glückwunsch, du stehst nun kurz vor der Stammesphase. Mit einem Dach über dem Kopf und der Herrschaft über das Feuer betrittst du das Zeitalter der Werkzeuge und Trommelrhythmen. Aber Vorsicht, bald werden überall auf dem Planeten andere Stämme entstehen. Sei vorsichtig. Du befehligst jetzt einen aufstrebenden Stamm mit 3 Mitgliedern. Du kannst einzelne Mitglieder oder eine Gruppe auswählen, die deine Anweisung ausführen. Interagiere mit anderen Stämmen, um deine Fortschrittsanzeige zu füllen. Sehen wir uns das mal an. Das ist deine Fortschrittsanzeige. Gehe Bündnisse mit anderen Stämmen ein oder erobere sie, um deinen eigenen Stamm voranzubringen. Diese Ziele helfen dir, die Stammesphase zu überstehen. Deine erste Aufgabe besteht darin, deinen Stamm im neuen Stammesausstatter auszurüsten. Klick auf deine Hütte. Let's go, Banjo-Dorf. Klicke auf das Hut-Symbol, um das Stammesmitglied-Menü einzublenden. Wähle ein Stammesmitglied aus und klicke auf den Button Outfit bearbeiten, um den Stammesausstatter zu öffnen. Let's go, das werden wir dann auch mal tun. Zack. Also ich würde uns gerne... Perfekt, das sieht doch super aus. Wir nehmen uns erstmal dieses Teil, das gibt uns plus Kampf. Dann gäbe es noch zum Beispiel diesen Hut hier, glaube ich. Der, genau, der gibt uns plus Gesundheit. Oder was auch immer das ist. Oh, jetzt haben wir 2 Hüte. Sieht ja erstmal schon mal super aus. Okay, der Rest ist nur Designs. Aber ich sehe uns auch irgendwie bei so einem... Ja, bei so einem Schnauzer. Also ich finde, das ist schon... Kinda perfect, oder? Ja, okay, ich würde sagen, wir packen das doch so auf den Rücken, so ist das doch ganz fein. Wir brauchen ja noch keinen Hut, das können wir ja dann immer noch ändern. Wir heißen einfach Banjo-Dörfler. Banjo, die Killerfliege. Wichtig. Sehen wir schon mal sehr super aus, ja. Okay. Nahrung haben wir noch nicht genug, um uns hier etwas zu kaufen, deswegen... Ja. Du kannst die Kamera jetzt frei bewegen, bla bla, das ist uninteressant. Jetzt müssen wir uns erstmal was zu essen suchen. Mit unseren 3 Typen hier. Wir haben hier natürlich noch ein bisschen was. Hier, da, da. Natürlich können wir jetzt hier Obst sammeln. Also rein theoretisch, aber da wir Fleischfresser sind, ist es am besten, wenn wir hier irgendeine Spezies ausrotten. Keine Ahnung, wer die sind, deswegen holen wir die uns erstmal. Was hätten wir denn hier? Wir hätten eine Falle und Feuerbomben. Ich glaube, das ist ganz interessant dann für Kämpfe später. Hau weg mit denen. Ja! So, mit denen auch noch. So, jetzt mit dem auch. Zack. Easy. So, und jetzt sammelt. Okay, ja, ich glaube, es reicht, wenn ich 1 andrücke. Okay, er will hier nichts machen, oder was? Er ist sich zu fein dafür, scheinbar. So. Jetzt könnten wir hier, steht sogar oben links, klick auf deine Hütte und füge ein Baby ins Haus. Das werden wir jetzt machen, für 10 Nahrung. Das werden wir gleich 3-mal machen. Und jetzt könnt ihr auch schon hier unten rechts sehen, bei unserem Stamm haben wir 3 Eier quasi. Ihr seht ja, das läuft so langsam ab. Und sobald das abgelaufen ist, werden die erwachsen. Und können quasi auch Stammesmitglieder sein. Genau, und ich würde jetzt einfach mal hier eine Falle einfach aufstellen, da wo der Typ gerade steht. Einfach. Weiß nicht, ich glaube, das ist ganz gut, wenn dann irgendwer vorbeikommt. Ey, wie er lacht. Ein rivalisierender Stamm, der Space Fighter, hat sich auf deinem Planeten entwickelt. Der Stammeshäuptling ist der Anführer des Stammes. Dein Stamm kann auch ohne seinen Anführer in die Schlacht ziehen. Allerdings ist er für soziale Interaktion mit anderen Stämmen unabdingbar. Darüber hinaus kann nur der Häuptling die Folgetalente deines Stammes einsetzen. Möchtest du ein Folgetalent einsetzen, wähle zunächst deine Häuptling aus und klicke dann auf die gewünschte Fähigkeit. Habe ich ja schon gemacht, aber irgendwie ist die Falle... Na, sie ist doch nicht unsichtbar. Perfekt. So, aber ich werde euch jetzt noch nehmen. Ihr werdet nochmal den Stamm hier ausrotten. Dass wir genug DNA haben. Oder Nahrung, was auch immer. Um uns ein Haus zu bauen. So, nieder mit ihm. Denn wir wollen natürlich dieses Dorf hier ausschalten. So wie es aussieht, sind die schon zu 5. Die 2 davon sind noch Babys. Die sind sogar schon feindlich gesinnt. Was meistens so ist, wenn man auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad spielt. Deswegen werden wir jetzt hier bauen.
die Steinäxte. Das ist schön. Perfekt, das kann man sogar noch ausrichten, aber das ist recht egal eigentlich. So, komm, zack. Nehmt euch jetzt erstmal alle eine Steinaxt. So, perfekt. Bevor wir in den Kampf ziehen, werdet ihr jetzt erstmal fett was snacken. So. Oh ja, komm. Der eine wartet da hinten einfach. Axtkämpfer Autuni. Axtkämpfer Elke. Axtkämpfer Bohr. Axtkämpfer Diegia. Da, Damon. Damon. Häuptling Ellus. Perfekt. Jetzt sind alle gefüttert. Jetzt geht's ab zum Braundorf. Ich würde sagen, wir gehen auf den Häuptling. Sie sind zwar auch zu sechs, aber wir haben die Äxte und sie haben nur Fischer, Haken und Didgeridoos. Deswegen werden wir jetzt den Häuptling niederstrecken. Und wir werden im Kampf Feuerbomben verlegen, um sie schön zu interrupten. So, da kommen wir. Zack, auf den Häuptling, Jungs. So, der Häuptling wird jetzt Feuerbomben verlegen. Und wir drücken schön die 1. Zack! Das hat, glaube ich, sehr guten Schaden gemacht. Wir werden, glaube ich, jeden Moment einen Axtkämpfer verlieren. Das ist aber soweit nicht so schlimm. Was ist das? Ein dritter, eine dritte Partei will sich den Kampf anschließen? Das finde ich jetzt nicht so geil. Okay, sie geht wieder. Haben wir ein Glück. Okay, wir haben leider einen Axtkämpfer verloren. Aber so wie es aussieht, ja, sieht gut aus bei den Axtmännern. Zwei Axtmänner haben wir verloren. Okay, und jetzt auf das Dorf. Zwei Axtkämpfer mussten wir leider opfern. Wir tun einfach zwei neue Kinderbrüten. Kinderbrüten, oder? Ich glaube auch. Und schauen hier nebenbei zu, wie sie das Dorf zerstören. So. Hier will jemand noch unseren Axtkämpfer interrupten. Zwei Leute, die gerade frisch da sind. Aber wir haben erfolgreich den Stamm ausgelöscht. Und somit neue Sachen freigeschaltet. Boom, Junge. Du hast das Braundorf zerstört. Dein Totem wächst und deine Stammesplaner wurden neue Werkzeuge und Outfits des besiegten Stammes hinzugefügt. Let's go. Und damit wird auch unser Stamm größer. Und wer... Hier ist noch jemand vom Braundorf, der zu uns geflüchtet ist. Okay, jetzt ist er irgendwie weg. Aber okay. Boom. Dein Stamm gewinnt an Ansehen. Du hast jetzt eine größere Hütte und dein Stamm kann bis zu 9 Mitglieder haben. Dann würde ich mal sagen, geht alle zurück nach Hause, so. Und snackt erstmal was. In der Zeit können wir mal gucken, was wir denn hier Neues bekommen haben. Plus 5 Gesundheit, Sündenschutz. Das sieht doch gut aus. Plus 5 Gesundheit, immer gut. Haben wir sonst noch irgendwas Neues hier? Ja, nur Aussehen. Oh mein Gott, ich glaube es nicht. Einen neuen Bart für Banjo. Wie sieht das denn aus? So, das heißt, bis zu plus 5 Gesundheit, wir können das am Rücken wegmachen und könnten uns auch zum Beispiel eine Maske mit plus 2 Kampf dazu tun. Die würde ich aber nicht, glaube ich, übers Gesicht tun. Und dann sieht man Banjos schöne Augen gar nicht. Außerdem sieht das eh weird aus. Wir packen die Maske einfach in den Hinterkopf. Als Zeichen. Falls jemand uns von hinten backstabben will, dann ist er direkt mal verwirrt. Sieht das geil aus? Das sieht ja so dumm aus. Oh mein fucking Gott. Okay. Neu haben wir leider keine neue Waffe. Nur Holzhörner und die Anglersperre. Ich glaube, Anglersperre brauchen wir nicht. Ich würde jetzt erstmal genau neue Nahrung ranholen. Und gucken, wie sieht es bei den anderen Dörfern aus. Wir haben einmal Zyandorf, die böse sind. Pinkdorf, die böse sind. Und Lavendeldorf, die ein bisschen angepisst sind auf uns. Das ist natürlich dann recht schwierig. Die werden gerade scheinbar weggemacht. Rein theoretisch. Hätte ich jetzt genug Fighter, könnten wir sie backstabben. Das heißt, wir nehmen uns die restlichen Typen hier und greifen einfach die Viecher hier an. Holen uns direkt neue Babys. Dass wir uns quasi beeilen, solange die Kreatur lebt und wir sie backstabben können. Sie haben nämlich nur 7 von 9 Grad. Der Wendeldorf hat die Kreatur erledigt. Wir nehmen unseren ganzen Stamm. Und ich würde sagen, wir... Wobei, wir sind nur 6 und die sind zu 7. Ja, und haben gleich... Angreifer in Sicht. Ein anderer Stamm greift an. Das müsste Zyrendorf sein, die gerade auf dem Weg zu uns sind. Okay. Leute, vorbereiten. Heute, sie sind schon da. Okay, Angriff.
muss die Feuerbomben nutzen. Oh wait, das war absolut lost. Komm, Angriff. Komm, mach sie weg. Ich drücke einfach die ganze Zeit 1, um das für die Axtfähigkeit zu nutzen. Komm schon. Weg mit denen. Ja, clean. Macht ihr gut, Jungs. Was wollen die jetzt hier? Die greifen uns auch an. Halt, uns greift Zyan und Pinkdorf an. Ja, greift sie an. Hier, killt sie. Die Wichser. Okay, wir könnten dann Zyrendorf sogar gleich angreifen. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Daraufhin erstmal einen Freudentanz. Was will er hier? Was will der Axtkämpfer hier? Räuber? Okay, dann auf ihn. Es wird hier nichts geklaut. Ich glaube, es sagt. So, jetzt esst ihr euch alle voll. Ich hoffe mal, das da reicht für jetzt Nahrung für. So, und gerade Zyrendorf, 6 Leute, Pinkdorf, 3 Leute. Wir könnten gleich Pinkdorf punishen dafür. Okay, du gehst essen, bewachst hier, während die anderen 8 jetzt Pinkdorf punishen werden. Augengriff. Wir gehen jetzt auf den Häuptling, direkt. Komm, auf den Häuptling. Kommt, Jungs. Jetzt Axtschwung. Ja. Jetzt komm weg mit ihm. Nieder mit ihm. Nice. Jetzt den Rest. Du machst derzeit das Haus einfach weg. Der Rest einfach. Axtschwung. Weg mit denen. Nice, komm. So, und jetzt simuliert das Haupthaus. Alle zusammen, komm. Ja, gut macht ihr das. Derzeit kann einer hier einfach was klauen. Einfach, dass wir ein bisschen mehr Essen haben. Das ist voll die geile Musik. Angreifer, ein anderer Stamm wird uns angreifen. Okay, wir müssen uns schnell beeilen. Mach das schnell kaputt. Nice. Oh, was denn das für Grafikbugs? Wichtig. Neue Sachen freigeschaltet. Bam nämlich. So ein Ding ist das. Du hast das Pinkdorf zerstört. Zur Feier des Tages hat dein Stamm ein zweites Totemteil geschnitzt. Deine Kriegsbeute sind neue Werkzeuge und Outfits. Diese findest du in deinem Stammesplaner. Okay. Ihr geht ganz schnell weg. Ganz schnell. Schnell was essen. Vor allem die schwer verletzt sind. Denn auf dem Weg hierher ist Lavendelstamm. Und die wollen Fettfaxen machen. Okay, Hauptsache diese beiden hier gehen essen und greifen nicht an. Was macht ihr hier? Ihr müsst mithelfen. Oh, sie haben unsere... Wir haben keine Äxte mehr. Oh mein Gott. Dann müssen wir die so bezwingen. Kommt schon, Jungs. Ihr macht das. Ich glaube an euch. Auch wenn unsere Äxte kaputt sind. Ja. Clean macht ihr das. Komm, jetzt die letzten noch. Perfekt. Sehr schön, Jungs. Sehr schön. Was haben wir denn jetzt bekommen? Die Wurfsperre. Okay, wir müssen am besten so viel Nahrung ranbekommen, dass wir beides bauen können. Stamm will uns wieder angreifen. Zyrendorf wird das sein wahrscheinlich. Okay, dann nehmt euch schnell. Wir bauen hier schnell, am besten hier unten, das Axtding hin. Okay. Ja, okay. Dann auf die. Wir müssen verhindern, dass unser Haus kaputt gemacht wird. Was will er jetzt hier? Kommt, Jungs. Ja, jetzt greift ihr alle an, komm. Wie macht ihr das? Der nimmt sich einfach irgendwas hier von unserem Essen. Da drauf gibt's erstmal Haue. Ja, da hinten auch, das ist auch heimlich noch am Sachen machen. Nice. Wichtig. Okay. So, und jetzt werden wir auch die Wurfsperre placen. Auch auf die Seite. Da, wo weniger sind. Hier unten auf der Weltkarte seht ihr, wir sind recht nah am Meer. Können hier easy, von da wird keiner kommen, von daher können wir die Sachen hier schön unten hin placen. Irgendwie bekomme ich nur noch plus 0, was soll das? Ah ne, plus 5, hä? Und ich gucke in der Zeit, was wir denn upgraden können. Sammeln, sozial, brauchen wir nicht, wir sind asozial, perfekt. Hier hätten wir eine bessere Maske, auf jeden Fall. So, zack. Schön herausstechend. Maske am Hinterkopf. Wir belassen es dabei und gehen wieder rein.
für ganz einzelne Mitglieder oder eine Anweisung